wird wahrscheinlich erledigt gelaufen. Ja. Also die Thema, ich würde da gerne dieses Beispiel vom Holger vorher heranziehen, wenn man über die Austria spricht. Der wird es, Holger, danke. Auch hier ist es nicht klar, wie die Spieler reagieren. Weil es kann natürlich jetzt sein, dass du komplett abfällst, weil du weißt jetzt, du bist Austria, Wien und eigentlich ist jetzt der Anspruch natürlich Rekordmeister zu werden in der Quali-Gruppe. Ernst gemeint. Und auf der anderen Seite kann es aber auch sein, dass die komplett den Verstand verlieren und gar nicht wissen, wie sie mit dem umgehen und wirklich unten reinrutschen. Das ist auch so, das ist eben der unbekannte Faktor, finde ich. Also wenn du aber das Spiel von gestern hernimmst und dir das anschaust, wie viele 13 Verträge laufen aus oder so irgendwas? Mhm. Und das sind die Spieler, die es dann teilweise auswechselst auch, weil die nicht die Leistung bringen. Mhm. Also ja, vor allem Peter Stöger war gestern dann durchaus unzufrieden mit der Leistung der Mannschaft. Einen Vierfachwechsel haben wir gesehen. Also da wird Jukic, Grünwald, Seker werden da gebrieft. Und Wimmer war dann auch noch dabei. Also der Vierfachwechsel, sehr interessant. Aber ich würde mal vorschlagen, wir machen einen Blick auf die Tabelle in der unteren Gruppe. Wie sieht es denn da aus? Wie viel Polster hat denn die Wiener Austria? Also 12 Punkte mit Stern. Die Rieder haben 8. Also 4 Punkte und halt eben das Sternchen noch dazu. Die Admira 5 Punkte. Würdet ihr auch sagen, Abstiegskampf beginnt bei der Austria und Hartberg hat damit eigentlich nichts mehr zu tun? Nein, würde ich nicht sagen. Es ist so, wenn sie jetzt die ersten ein, zwei Partien, wenn sie da nicht zumindest einmal gewinnen, dann kann es schon passieren, dass es dann doch irgendwie noch knapp wird. Aber es ist leider, die Admira und Ried, Entschuldigung Max, sind heuer so schlecht, dass das der Austria nicht passieren wird. Ich glaube nur, dass sie nicht vorne mitspielen werden, weil erstens St. Pölten und auch Hartberg, beide haben spielerisch die Möglichkeiten, da schon einiges zu machen und die spielen recht erfrischend. Ja? Und wenn Hartberg sich jetzt irgendwie, die sind jetzt am Boden, wenn die sich jetzt aufrappeln, ja, und wie gesagt, die haben ja einen super Frühling und eine frühe Saison gespielt, ja, dann wird das für die Austria extrem schwerer Kampf um diesen ersten Platz in der Gruppe, der ja auch einiges bedeutet, weil man ja doch nochmal in diese Qualifikation reinkommt. Ja. Gut, geht vom 8. Platz dann auch noch, aber ja, mal schauen. Aber auch das müssen sie erst schaffen, weil du hast den Pölten ja auch noch. Genau. Also die Titelverteidigung wird schwierig. Definitiv. Wird sehr spannend. Also, wie gesagt, wenn ich mir die Mannschaft anschaue, die unten drin sind, war die Austria eine von denen, die am kontinuierlichsten schlecht gespielt hat. Der Funke wird in Schwarz bleiben. Eine Zeit lang möglicherweise. Ja, jetzt gibt es aber erstmal eine Pause in der Liga. Diese ganzen Emotionen müssen wir sacken lassen. Das Nationalteam kommt. Was glaubt ihr, diese drei Spiele? Kurze Einschätzung, wie... Ich finde es mal schade, ich hätte es gut gefunden, wenn die Deutschland-Legionäre nicht kommen hätten dürfen und hätte mal gesehen, wie ein anderes Team spielt mit rein österreichischen Spielern oder mit denen, die dann jetzt nicht mehr dabei sind. Hätte mich sehr interessiert, wie die performen in so einer Quali. Ja, wie seht ihr das? Es wäre sicher interessant, da gebe ich dir recht, aber auf der anderen Seite muss man sagen, die würden auch sonst so nie wieder zusammenspielen, also von dem her irrelevant. Aber ja, interessant wäre es, ja. Ich glaube, dass sich da jetzt eine ziemlich in den Arsch beißen, weil das wäre jetzt einfach ihre letzte Chance gewesen, auf diesen Euro-Zug aufzuspringen. Und das hätte, glaube ich, vielleicht einer geschafft. Ja? Nicht alle, aber einer hätte es vielleicht geschafft, dass er da wirklich super performt und dann noch irgendwie in letzter Sekunde das schafft. Und die kriegen halt jetzt einfach die Chance nicht. Holger, wir werden das gleich weiterführen. Das war's für heute. Jetzt kommt Talk und Tore mit Oliver Glasner. Dranbleiben. Viel Spaß. Alle geäußerten Meinungen, Ansichten und Darstellungen von den Abstaubern sind ihre persönlichen, geben nicht die Meinung der Sky Österreich Fernsehen GmbH, ihrer Redaktion oder von deren Mitarbeitern wieder und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder inhaltliche Richtigkeit. Ja, Oliver Glasner, zweimal Cupsieger mit der SV Ried, Ehrenkapitän der SV Ried, den LASK aus der sportlichen Versenkung geholt, ganz Deutschland liegt ihm zu Füßen. Und jetzt kommt sein Karrierehöhepunkt. Er ist eingeladen bei Talk und Tore exklusiv mit Martin Konrad. Also, dranbleiben, ja nicht abschalten. Ich frage mich aber, wie der Martin einmal einlädt. Lone Star, die neue Staffel. Ab 31. März. Auf Sky One und auf Abruf.
Sag, ja, wenn du zu Hause bleibst, um die Welt zu retten. Schon wieder. Ganz Österreich sagt Miam und bestellt über die Miam-App oder auf miam.at. Das Wichtigste ist mir immer, dass Oliver Glasner Oliver Glasner bleibt. Also ich werde nie mit verschränkten Händen 90 Minuten auf der Bank sitzen können, weil ich es einfach nicht kann. Es ist eine Stärke, wenn man weiß, was man kann. Aber es ist eine noch größere Stärke, wenn man auch weiß, was man nicht kann. Sky Sport Austria, Montagabend mit einer weiteren Ausgabe von Talk und Tore exklusiv. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Ich freue mich, dass Sie heute hier bei uns vorbeischauen. Ich begrüße Sie nochmals sehr herzlich bei Talk und Tore exklusiv. Das Motto ist wahrscheinlich bekannt. Ein Gast, eine gute Stunde, viele Themen, viele Fragen und noch mehr Antworten. Und heute mit einem Gast, der aktuell für viele zu den erfolgreichsten und spannendsten Fußballtrainern im deutschsprachigen Raum gehört. Ich freue mich sehr herzlich, dass er heute bei uns ist. Schönen Abend, Oliver Glasner. Ja, hallo, schönen Abend. Danke fürs Zeitnehmen. Ist ja nicht selbstverständlich. In Ihrer karg bemessenen und knapp bemessenen Freizeit, kurzer Heimatbesuch und dann schauen Sie gleich bei uns ein paar Stunden vorbei. Ja, freut mich auch wieder mal. Ich bin ja doch schon längere Zeit auch nicht mehr da gewesen im Studio. Und deswegen, ja, wie die Anfrage gekommen ist vor ein paar Wochen und das terminlich dann möglich gewesen ist, haben wir gedacht, ja, schau wieder mal gern vorbei bei alten Freunden. Ja. Freut uns auch natürlich und danke natürlich an Ihre Ehefrau, dass sie für ein paar Stunden für Sie uns zur Verfügung stellt. Sie sind alle 2 bis 3 Wochen, glaube ich, in den letzten 1,5 Jahren immer wieder nach Österreich gekommen, weil ja die Familie auch weiterhin in Österreich lebt. Können Sie da sofort abschalten und den Fußball beiseite legen und sind dann quasi im Familienmodus? Nein, das geht eigentlich nie ganz. Also es ist natürlich auch jetzt, wenn ich da zu Hause bin, ein Telefonat mit dem Sportdirektor, ein Telefonat oder eine Mitteilung vom Physio, weil ich auch jetzt, wo zwar offiziell frei ist, die verletzten Spieler trainieren, habe kurz vor der Sendung noch die Mitteilung bekommen, was die heute gemacht haben. Also man ist da permanent drinnen, aber trotzdem versuche ich dann zu Hause auch die Zeit dann mit der Familie mir zu nehmen, mir zu schaffen. Ist auch so, die Kinder sind jetzt auch noch in der Schule oder im Homeschooling, auch das gehört noch erledigt. Und das bringen wir schon ganz gut hin. Ja, ist aber auch eine willkommene Abwechslung im Jahr. Ne? Ja, absolut, natürlich. Wenn ich in Wolfsburg bin, ist halt einfach nach dem Aufstehen ins Trainingscenter, den ganzen Tag dort. Natürlich viele, viele Themen und ja, am Abend dann wieder zurück in die Wohnung und schlafen und täglich grüßt das Murmeltier. Ja, das ist eben so, wenn man in der Fremde arbeitet. Sie sind seit 1,5 Jahren in Wolfsburg Trainer. Wie sehr hat Sie dieser Job in der deutschen Bundesliga auch verändert? Wahrscheinlich äußerlich, aber es sind ein paar Falten mehr dazugekommen. Ich denke und hoffe, dass mich so als Mensch eigentlich gar nicht verändert hat. Natürlich waren es wahnsinnig viele Eindrücke, ganz, ganz viele spannende Tage, sehr, sehr erfolgreiche Tage, dann auch mal wieder schwierigere Phasen, wie es halt im Fußball auch ist. Und natürlich ganz extrem durch die Corona-Situation, die uns jetzt auch schon ein Jahr verfolgt. Aber ich denke, als Mensch bin ich der gleiche wie der, wie ich rausgegangen bin. Ja, und das läuft. In Wolfsburg, Sie haben es ja schon gesagt, es gab auch erfolgreiche Momente. Und vor allem erfolgreiche Momente gibt es jetzt. Können wir den Blick auf die Tabelle werfen. Ich nehme an, das machen Sie auch ganz gern. Platz 3 für den VfL. Man könnte sagen, die Champions League ist gut abgesichert im Moment. 8 Punkte Vorsprung auf Dortmund. Nach oben wird schwierig, oder? Kann man das so sagen? Zu den Bayern? Ja, ich habe es gar nicht so genau. Ich kenne unsere Situation, die ist mir immer die wichtigste. Und ja. Ich denke, 26 Spiele, 51 Punkte, also ein knappen 2-Punkte-Schnitt, ist in jeder Liga top. Sehr, sehr schwierig. Und top bist du im vorderen Feld dabei. Und das ist eigentlich das, was mir am meisten freut. Und ja, wenn wir weiter so gute Leistungen bringen, dann denke ich, dass wir auch da vorne mit dabei bleiben. Das ist mir einfach das Wichtigste, weil ob jetzt Abstand, jetzt weiß ich schon wieder gar nicht mehr, 5 Punkte auf Leipzig ist oder 6 und nach hinten 4 oder 7. Wenn wir unsere Hausaufgaben machen, wenn wir weiterhin so gut performen. Noch einmal für Oliver Glasner, genau. Die Tabelle der deutschen Bundesliga, 6 Punkte ist der Rückstand. Aber man könnte auch sagen, könnte schon vorbei sein für Sie und für den VfL. Ich meine, dann wären wir nämlich fix in der Champions League. Ja, natürlich würden wir das sehr gern mitnehmen. Also das war schon, denke ich, für uns alle eine herausragende Leistung, die wir dann gebracht hätten. Und
Aber es gibt noch 8 Spieltage und da haben wir noch ein bisschen was zu tun. Ist es eigentlich überraschend für Sie, dass es so gut läuft im Moment? Ja, also wir haben nicht damit gerechnet, dass wir wirklich so mittendrin im Kampf um die Champions-League-Plätze sind. Wir haben gesagt, wir wollen uns ein drittes Mal in Serie für Europa qualifizieren. Das hat es in der Geschichte des VfL Wolfsburg noch nie gegeben. Auch da muss man ein bisschen ausreden. Also es war jetzt 4 Jahre zurück, hat der VfL zweimal in der Relegation noch gerade den Klassenerhalt geschafft. Dann unter Bruno Labbadia also das erste Mal für Europa qualifiziert. Dann konnte man das bestätigen und haben gesagt, ja, wenn wir jetzt wirklich da wieder mitspielen und das schaffen, dann wäre das eben einzigartig in der Geschichte. Und das war schon unser Ansinnen. Und dass wir jetzt so gut dabei sind, das ist doch ein bisschen überraschend. Ja. Obwohl das Budget gehört ja zu den Top 5 des VfL. Also man könnte natürlich auch sagen, wenn es nur von den Finanzen her geht, muss ja die Erwartungshaltung auch eine höhere sein. Ja, ich denke, da muss man ein bisschen, auch da muss man ein wenig differenzieren. Also das, ich glaube, ohne dass ich jetzt ganz genau weiß, hat jetzt so das neue Duo Schmadtke-Schäfer, die haben jetzt die Personalkosten, glaube ich, mittlerweile um knapp 25-30% gesenkt. Und der sportliche Erfolg ist nach oben gegangen. Und auch da, wenn man sich unsere Transfers anschaut, dann bewegen sich die Transfersummen in einer Größenordnung, wie auch Freiburg Transfers tätigt. Also von dem her ist da schon nach wie vor eine Kluft, obwohl wir sicherlich jetzt von den finanziellen Mitteln auch gut dastehen. Ja, spricht natürlich für die Arbeit des Trainers, dass es dann so gut läuft. Es stehen aber eben noch 8 Spiele aus. Und das Restprogramm, kann man durchaus sagen, hat es in sich. Nach dieser Meisterschaftspause aufgrund der Länderspiele sehen wir zwar 5 Heimspiele, aber jetzt abgesehen von Köln, es kommt Frankfurt als Gegner, die Bayern kommen nach Wolfsburg, Dortmund kommt nach Wolfsburg, man muss auch noch nach Leipzig. Das ist schon noch ein ziemliches, wie man in Deutschland, glaube ich, sagen würde, Pfund, das da vor der Haustür steht. Ja, aber so wie ich die deutsche Bundesliga jetzt kennengelernt habe, ist jeder Spieltag schwierig. Also man sieht das immer wieder. Ich glaube, Frankfurt hat vor 2 Wochen in Bremen verloren und wir haben es auch wieder gesehen. Ganz, ganz schwieriges Spiel. Dortmund hat jetzt in Köln unentschieden gespielt. Also es ist nirgends eine gmade Wiesen, wie wir in Österreich sagen, sondern brauchst immer gute Leistung. Und wenn ich uns einfach anschaue, in dieser Saison haben wir 3 Spiele verloren. Das war auswärts in München, auswärts in Dortmund und jetzt auswärts in Hoffenheim. Jedes Mal knapp dran. Wir waren meiner Meinung nach in keinem einzigen Spiel heuer chancenlos. Und deswegen sehe ich das auch im Restprogramm so. Also wir werden in jedem Spiel unsere Chancen haben. Wichtig ist das, was uns gezeigt hat diese Saison, ist, wenn wir eine gute Leistung bringen, sind wir gegen jede Mannschaft konkurrenzfähig. Und deswegen werden wir das jetzt wieder so Spiel für Spiel abhaken und dann schauen wir, was rauskommt am Ende. Man ist natürlich auch abhängig von anderen Faktoren. Stichwort jetzt sind einige Spieler von Ihnen, wie auch bei anderen Clubs, bei Ihren Nationalmannschaften. Dann gibt es das Thema Corona. Also man ist ja eigentlich auch abhängig von Faktoren, die man nicht beeinflussen kann. Haben Sie ein bisschen Angst davor, dass vielleicht in einer Woche Spieler zurückkommen, die erstens verletzt sind oder die unter anderem auch vielleicht Corona-bedingt dann plötzlich nicht einsatzfähig sind? Das war ja auch schon ein Thema beim VfL Wolfsburg in dieser Saison. Ja, natürlich. Ich denke, dass jeder Trainer jetzt, der seine Spieler bei den Nationalverbänden hat, da die Daumen drückt und hofft, dass jeder verletzungsfrei, das ist ja genauso wichtig, oder und eben ohne Corona zurückkommt. Aber es gehört auch dazu, im Fußball Verletzungen. Wir haben jetzt eine relativ heftige Sperre ausgefasst, mit der wir nicht gerechnet haben. Paulo Otavio ist für 4 Spiele gesperrt worden. Und dann heißt es halt einfach, andere Lösungen zu finden. Das ist so das tägliche Brot von uns Trainern. Was mir einfach auch da sehr, sehr zuversichtlich stimmt, ist, dass wir richtig verschworener Haufen sind. Wir haben heuer schon vor Weihnachten 12 Ausfälle gehabt und haben dann trotzdem gegen Stuttgart zu Hause gewonnen, im Pokal gewonnen. Und deswegen habe ich da jetzt nicht so große Bedenken. Ja. Jetzt sitzt jemand da, der ja in Deutschland lebt. Jetzt würde es mich nur interessieren, weil wir gerade über Corona kurz gesprochen haben. Man fragt sich ja manchmal, warum ist in Deutschland im Moment alles so kompliziert, wenn es da um Tests geht? Das sind ja die Österreicher sogar vorne. Ja? Also bei uns läuft das ja schon seit Wochen. Und in Deutschland ist das eigentlich erst im Entstehen. Spüren Sie das auch als zusätzliche Belastung im täglichen Umgang? Ja, jetzt nicht als Belastung, aber ich denke, das ist so die, was wir in Österreich kennen, die deutsche Gründlichkeit, wo man einfach oft gesagt haben, ja, das zeichnet die Deutschen aus. Ich denke, dass das jetzt so manchmal ein bisschen dadurch der Apparat ein bisschen träger in Schwung kommt. Ich glaube, da in Österreich wird dann halt relativ schnell auch mal was entschieden. Gerade was die Testung angeht, da sind wir sicherlich auch führend europaweit.
Wir im Fußball machen ja in Wahrheit ja seit mittlerweile, weiß jetzt nicht, ein Dreivierteljahr nichts anderes, dass wir uns eigentlich testen, um unseren Beruf ausüben zu können. Das, was jetzt in den Schulen passiert ist in Österreich, was jetzt bei den Friseuren ist, dass du halt dich testest, dass du hingehen kannst, machen wir jetzt seit ein Dreivierteljahr. Und in Deutschland jetzt, was das allgemeine Leben angeht, dauert es etwas länger. Ich denke, dass sie da halt immer sehr, sehr gründlich sind und alles so Schritt für Schritt machen, und dadurch dauert es immer ein bisschen länger. Haben Sie sich schon in die deutsche Gründlichkeit gewöhnt? Klar, wenn du jeden Tag dort bist, dann gewöhnst du ja dran. Ja, kann man auch mit einem Humor zum Teil nehmen. Oliver, Sie sind jetzt die zweite Saison in Wolfsburg, habe ich natürlich schon erwähnt, 1,5 Jahre. Was hat sich für Sie im Laufe dieser 1,5 Jahre auch verändert? Warum läuft es jetzt in der zweiten Saison, auch tabellarisch aktuell, besser als in der ersten? Ach, du hast, glaube ich, mehrere Gründe. Das erste ist sicherlich, dass die Mannschaft, der Stamm der Mannschaft schon jetzt länger zusammen ist, dass wir uns auch punktuell immer wieder sehr, sehr gut ergänzt oder auch verstärkt haben. Und dann, was so anfänglich sehr, sehr bitter war, nämlich das Ausscheiden in der Europa League Quali gegen Athen, wo wir wirklich sehr enttäuscht waren und das wir uns auch einfach selber zuzuschreiben haben, weil wir dort keine gute Leistung gebracht haben. Trotz Führung. Ja, trotz Führung. Und war es im Nachhinein, denke ich, haben wir profitiert, weil wir einfach sehr, sehr viel Trainingszeit gewonnen haben. Wir sind das selber erst bewusst worden nach dem Ausscheiden, wo wir dann so wieder geschaut haben, wir sind ein letztes Jahr auch in der Europa League dann bis ins Achtelfinale gekommen. Eigentlich ausschließlich ab September. Ich bin gekommen im Juli. Ab September haben wir ausschließlich englische Runden gehabt. Und dann ist Corona dahergekommen. Dann war wieder vorbei mit Training. Dann hat sich das bis im Sommer so gezogen, weil natürlich alle geschaut haben, dass sie die Saison irgendwie zu Ende bekommen. Dann war kein richtiger Urlaub, weil wir die letztjährige Europa League noch zu Ende spielen haben müssen mit Donetsk. Dann sind wir dort ausgeschieden. Dann war nur mehr Break. Und dann haben wir 2 Wochen Vorbereitung gehabt. Und dann sind die Spieler wieder zur Nationalmannschaft gegangen. Und 7 Spiele in 3 Wochen. Also wir sind eigentlich überhaupt nicht fit gewesen für dieses Mammutprogramm. Wie es reinkommen ist, da haben wir uns auch wirklich durchgekämpft. Wir haben zwar kein Spiel verloren, auch in der Liga nicht, aber ganz, ganz viele Unentschieden gehabt. Ganz, ganz viel rotiert, weil wir keine Trainingszeiten gehabt haben. Und das haben wir dann durch dieses Ausscheiden gewonnen. Und dann haben wir wirklich so wieder uns sehr, sehr viel und sehr, sehr intensiv mit uns beschäftigt, wie wir Fußball spielen wollen. Und ich denke, man sieht das jetzt da, dass uns das einfach einen Schritt nach vorne gebracht hat. Ja. Oder um es anders zu formulieren, einen Schritt zurück, um 2 nach vorne zu machen, vielleicht in dem Fall dieses Ausscheiden von Ihnen. Es ist ja insgesamt eine steile Karriere, die Oliver Glasner als Trainer in den letzten Jahren hingelegt hat. Über Ried und dem LASK von Oberösterreich also aus ging es nach Wolfsberg in die deutsche Bundesliga, aktuell sogar auf Platz 3. Und Rot-Weiß-Rot wird ja groß geschrieben in der Autostadt. Die hat jetzt endlich wieder mal, kann man durchaus sagen, ein echtes Aushängeschild, Markus Klima. Frisch um die Nase, warm ums Herz. Es läuft, es macht Spaß. Die Österreicher Connection rund um das Erfolgstrainer-Duo Glasner-Angerschmidt ist ja mittlerweile schon richtig heimisch geworden, dort oben in Niedersachsen. Ja, natürlich war, als die Entscheidung stand, dass wir die Möglichkeit haben, hier nach Wolfsburg zu gehen, zuerst nicht so einfach. Musste ich dann mal mit der Familie absprechen, aber als die Chance und die Möglichkeit, als Österreicher in der deutschen Bundesliga zu arbeiten, ist sehr, sehr verlockend. Thomas Gebauer kennt die beiden seit über 15 Jahren. Ja, Angerschmidt und Glasner passen sehr gut zum VfL Wolfsburg, sagt er. Sie kennen sich, sie verstehen sich blind, das passt da ganz gut. Ich glaube, die Mentalität von Michi Angerschmidt, die Lockerheit, auch mit dem Thomas Sage da dazu, das tut denen da in Deutschland, glaube ich, ganz gut, dass da ein bisschen Spaß reinkommt. Über diese Wolfsburger staunt ganz Fußball Österreich. Ja, ist großartig. Ich glaube, es ist nicht erwartbar mit Wolfsburg, dass man vielleicht sogar in die Champions League kommt. Also das wäre ein unglaublicher Erfolg. Aber man hat gesehen, was er beim LASK aufgebaut hat. Der LASK profitiert nun immer von seiner Arbeit dort, ganz klar. Und dasselbe hat er jetzt in Wolfsburg umgesetzt. Er spielt den Fußball, den er sicher auch zum Teil in Salzburg ein bisschen gelernt hat. Also das ist, glaube ich, schon klar, dass wir alle profitiert haben vom Red Bull-Fußball. Das ist klar, aber er hat sicher noch seine eigene Note da dazugegeben und macht das wirklich perfekt.
Es hat sich einiges getan, seit Oliver Glasner hier ist. Der Erfolg ist zurück beim Deutschen Meister von 2009. Also es hat schon schlechte Zeiten gegeben, also ganz zu Beginn der Saison mit Ausscheiden, aber wir haben uns gut zurückkämpft und in der Liga sind wir sehr gut unterwegs. Am Pokal war ja blöd gelaufen, würde ich sagen. Also da hätte man sicherlich noch mehr draus machen können. Aber ja, wir sind, denke ich, generell auf einem sehr guten Weg. Und es ist einfach wichtig, dass die Entwicklung sehr, sehr gut ist. Und ja, man kann sich wirklich nicht beschweren bei uns. Und nicht erst jetzt, wo es richtig gut läuft, fühlt sich Oliver Glasner sehr wohl hier. Das ist von Beginn an so. Davon konnten wir uns im Sommer 2019 überzeugen. Wenn man hier wieder sitzt, ja, dann kannst du einen schlechteren Job haben in deinem Leben wie Trainer beim VfL Wolfsburg in der deutschen Bundesliga und jetzt ein Interview mit Blick am See bei Sonnenschein führen. Also von dem her, ich kann das alles sehr, sehr gut einordnen. Ich schätze das auch alles extrem. Oliver Glasners Art kommt an. Pavao Perwan reiht sich ein, wartet auf seine Chance. Einen Österreicher-Bonus gibt's nicht. Leider nein, aber um ehrlich zu sein, will ich den auch gar nicht haben. Ich will mir das verdienen, im Tor zu stehen. Und wenn ich es mir nicht verdiene, dann brauche ich auch keinen Österreicher-Bonus. Harmonie durch Erfolg oder vielleicht doch Erfolg durch Harmonie? Natürlich ist es schön, wenn das Trainerteam aus Österreich kommt, wie ich, weil dann einfach ja, manchmal der Schmäh läuft, wo einfach nicht alle alles verstehen. Sein Team ist auf Champions-League-Kurs. Von Langeweile kann hier in Wolfsburg längst keine Rede mehr sein. Keine Langeweile mit Sicherheit in Wolfsburg, wobei tut man der Stadt nicht unrecht? Bietet ja mehr als nur dieses Auto und den Fußball. Also man hat in Wolfsburg alles, was man für ein gutes Leben braucht. Leider jetzt nicht, so wie aber überall. Also, aber da ist es nicht Wolfsburg schuld, sondern Corona. Aber sonst fehlt es dir an nichts. Ja, der Xaver Schlager hat den Schmäh angesprochen. Wie läuft der? Tatsächlich so, dass man dann der Rest ihn nicht so versteht? Naja, vor allem können wir dann wieder mal Dialekt sprechen. Wir sind ja mittlerweile schon ganz viel im Hochdeutschen auch unterwegs und auch der Xaver. Aber natürlich, wenn wir so untereinander reden, dann kommt das Slang raus. Aber weil Sie das sagen, es fällt mir auf, dass bei Ihnen eigentlich da die Umstellung nicht so extrem war, wie zum Beispiel bei Marcel Sabitzer oder bei Martin Hinteregger, wenn man das jetzt einmal hört. Da, wenn man die vor 3 Jahren in Österreich oder vor 5 Jahren gehört hat und jetzt, glaubt man im ersten Moment, das ist ein anderer Mensch. Na, ist bei Ihnen nicht der Fall. Bewahren Sie da irgendwie ein bisschen das Österreichische auch noch immer? Ja, ich versuche es halt so, dass mich jeder versteht natürlich. Aber dass es auch nicht komisch wirkt. Also ja, wenn wir jetzt so ganz nach der Schrift reden, dann fallen mir wahrscheinlich das ein oder andere Wort nicht ein. Aber das bringen wir ganz gut hin. Und jetzt ist auch da, also wir sind ja Multikulti auch beim VfL Wolfsburg, wie jeder Fußballclub. Jetzt nicht nur bei den Spielern, natürlich ganz viele Nationen, auch im Betreuerteam, jetzt ein Schweizer Athletiktrainer. Ja, der versteht mich sogar mehr im Dialekt und ich wie umgekehrt. Also von dem her ja, funktioniert das alles gut. Wie ist das für Sie eigentlich gewesen? Es gibt ja doch sehr viele Vorurteile. Da kommt ein österreichischer Trainer aus der österreichischen Bundesliga zum VfL Wolfsburg. Und ich habe ja auch von Journalisten gehört aus Deutschland, die natürlich schon gesagt haben, wer ist das, was kann der, ist überhaupt in der Lage, unter Anführungszeichen, dort zu realisieren. Wie haben Sie versucht, diese Klischees auch letztlich zu widerlegen? Eigentlich gar nicht. Ich mache mir über Klischees, über das eigentlich keine Gedanken, weil klar, wenn wir die Öse ist wahrscheinlich so hinter vorgehaltener Hand. Das Gesicht sagt das eh selten wer. Also von dem her, ach, war das für mich überhaupt kein Thema, sondern im Fußball ist es eigentlich relativ simpel. Es ist, wenn du gewinnst, dann ist super und wenn du verlierst, dann ist völlig egal, woher du kommst und ob die alle kennen. Und deswegen war mir klar, habe eine Idee von Fußball im Kopf. Wir haben eine Mannschaft da und jetzt war das, wo wir uns Gedanken gemacht haben tagtäglich, wie schaffen wir das, was wir im Kopf haben, in die Köpfe der Spieler zu bekommen. Und alles andere war ich davon überzeugt, wenn uns das gelingt, wenn wir die Zeit bekommen, dass wir den Jungs das vermitteln, wenn wir diese Trainingszeit bekommen, dann werden wir auch erfolgreich sein. Also so überzeugt von dem, was wir machen, wie wir es machen, war ich von Haus aus. Und ja, ich denke, dass das jetzt natürlich, wie gesagt, jetzt so super läuft in dieser Saison, auch die Rückrunde, die wirklich phänomenal ist,
mit dem habe ich nicht gerechnet, aber dass wir da was bewegen können, dass wir auch den Fußball verändern können in die Richtung, wie wir das gerne hätten, ja, davon war ich schon überzeugt. Apropos Rückrunde noch, um das zu ergänzen, nur 3 Gegentore in der Rückrunde, insgesamt 12-mal schon zu 0 gespielt, keine Heimniederlage, also das sind ja alles Fakten, die natürlich für den VfL sprechen und deshalb die Mannschaft, ihre Mannschaft auch auf Position 3 steht. Sie haben den Spielstil, die Spielidee angesprochen. Stimmt das, was Frankie Schimmer vorhin gesagt hat, dass da auch eben die Red Bull-DNA drinnen ist, wie bei so vielen mittlerweile, in Deutschland, aber natürlich auch in Österreich? Ja klar, also das hat mich sicherlich, das war meine erste Trainerstation als Co-Trainer unter Roger Schmidt. Roger Schmidt, genau. Und hat mich natürlich geprägt. Wobei auch da, ich habe so, das war so am Ende meiner Fußballkarriere, war Borussia Dortmund in Deutschland, ist gerade Meister geworden mit Klopp als Außenseiter und haben auch ein bisschen anders Fußball gespielt wie viele andere. Und das hat mir so imponiert schon. Ich habe das auch bei meiner Abschlussarbeit in der Trainerausbildung geschrieben und habe das so im Kopf gehabt, das hat mich einfach fasziniert. Mir hat allerdings ein bisschen das Handwerkzeug dazu gefehlt. Ja. Wie trainiert man das? Wie können wir das den Spielern vermitteln? Und da haben mich die 2 Jahre in Salzburg sicherlich sehr geprägt. Und dann bin ich einfach jemand, der immer wieder neue Sachen ausprobiert. Habe da überhaupt kein Problem damit, mal was einfach auszuprobieren, auf die Gefahr hin, dass was nicht funktioniert. Und das habe ich dann eigentlich so, wo ich dann selbst in der Verantwortung bin, auch immer wieder gemacht. Und das, denke ich, hat mich persönlich auch weitergebracht, weiterentwickelt, dass wir ja immer wieder neuen Input da reingebracht haben und gesehen haben, ja, das funktioniert. Das haben wir da Sachen gegeben, die haben dann nicht funktioniert. Dann haben wir es wieder weggelassen. Und das ist eigentlich so das, was mir am meisten reizt, so das Spannende, jetzt nicht zu sagen, ja, weil 2012 oder 2013 war das dann, da war das super, jetzt ist 2021 super. Ich glaube, dann ist schon wieder vorbei, dann bist du eigentlich schon wieder im Hintertreffen. Sondern immer wieder ja, mit der Zeit zu gehen, was Neues auszuprobieren, was Neues zu versuchen. Und das alles Entscheidende für mich ist, dass du immer die Spieler mitnimmst, dass die davon dann überzeugt sind, weil die sind am Ende des Tages die, die es umzusetzen haben am Platz. Und wenn die zweifeln, wenn die sagen, das wollen wir nicht so, das ist doch nichts, dann glaube ich, dann funktioniert es auch nicht. Sondern das ist immer so, das muss in Einklang gehen, dass die Spieler da zu 100% dabei sind und überzeugt sind. Aber da sind wir dann eigentlich schon beim Thema, was macht einen erfolgreichen Trainer aus? Ist es eben neben der fachlich-sachlichen Kompetenz diese soziale Kompetenz, die man einfach haben muss in diesem Gefüge von 30, 40 Mitarbeitern, wenn man den Staff noch mitträgt, noch mehr? Ja, absolut. Also ich denke, also in Deutschland heißt ja die Trainerausbildung, du bist dann der Fußballlehrer. Und ich finde, das trifft es eigentlich sehr gut. Ja, du hast da viele von jungen Menschen, also du hast sehr viele junge Menschen, aber auch teilweise noch Jugendliche. Ja, wenn man mit 17, 18 Jahren schon den ersten Profivertrag bekommen, Spieler, die schon sehr, sehr viel gesehen und erlebt haben im Fußball, langjährige Nationalspieler. Und die wollen halt geführt werden, die wollen wahrgenommen werden, die wollen wertschätzt werden, weil wir verbringen unglaublich viel Zeit miteinander und ich denke, dass das einfach ganz, ganz wichtig ist und auch da, glaube ich, haben wir einen guten Weg gefunden, einen sehr guten Weg gefunden, wie wir miteinander umgehen. Natürlich ist als Trainer, hast du oft auch schwierige Entscheidungen zu treffen, ja, musst immer selektieren, jeden Spieltag, musst Spieler enttäuschen und das geht halt meiner Meinung nach einfach am besten, wenn du einen sehr, sehr ehrlichen Umgang miteinander pflegst, das haben wir. Aber belastet Sie das, wenn Sie eben auch Spielern sagen müssen, heute geht's auf die Tribüne oder überhaupt? Das ist die Zeit vorbei bei diesem Club? Ja klar, das ist keine leichte Entscheidung, weil man weiß, dass da verletzt man vielleicht auch jemanden. Ja? Der versucht, gibt die ganze Woche sein Bestes, aber es reicht dann vielleicht nicht für die Startelf, für den Kader. Der hat alles versucht, aber es reicht nicht. Ja? Das weiß ich, jetzt muss ich jemanden enttäuschen und das macht man, wenn man wen gern hat. Und ich habe alle meine Spieler, meine Mitarbeiter sehr, sehr gern. Dann macht man das nicht gern oder ich halt nicht. Ja? Das ist so wie die eigenen Kinder, man enttäuscht sie nicht gern. Ja? Und da ist gleich, aber es muss halt so sein, weil, habe ich auch schon öfter gesagt, das geht leider nicht. Ja? Und wenn das nicht du bist, dann muss das du sein. Und und versprich halt jedem, dass ich das meine Entscheidungen ausschließlich aufgrund ihrer Leistung treffe, ja? Wo ich mir denke, das ist das Beste für die Mannschaft und nicht, ob jetzt jemand schon lange im Club ist oder kurz im Club ist, ob jemand noch 5 Jahre Vertrag hat oder nur ein halbes Jahr Vertrag hat, ist mir völlig gleichgültig. Für mich das Einzige, was zählt, ist, wie können wir das nächste Spiel gewinnen und nach diesem, wo ich da das beste Gefühl habe, unter der Woche,
diese Entscheidung treffe ich dann. Und das wissen die Spieler und das akzeptieren sie dann auch. Ja, diese Authentizität oder auch den Respekt, den sie im Umgang mit anderen pflegen und der auch großgeschrieben wird bei Ihnen, woher haben Sie das eigentlich? Ach ja, ich denke mal, ein gewisser sozialer Umgang ist mir einfach auch in die Wiege gelegt worden. Aber ich habe dann schon auch in meiner aktiven Karriere als Spieler über ganz, ganz viele Jahre auch mit jemandem zusammengearbeitet. Man kennt man ja, mit Werner Zöchling, der mit Peter Stöger zusammenarbeitet. Und ja, da ist einfach, das war schon nur in den 90er Jahren, wo wir uns kennengelernt haben. Und mittlerweile ist eine Freundschaft entstanden und wir telefonieren eigentlich ja wöchentlich, wo wir uns über die Themen austauschen. Und dann kriege ich oft einen sehr freundschaftlichen Rat von ihm auch. Und ja, manchmal sage ich, ich weiß nicht. Und wie gesagt, so unterhalten wir uns halt über gewisse Situationen. Aber ja, für mich ist einfach ganz, ganz wichtig, dass einfach die Spieler und das erwarte ich auch im Umkehr von den Spielern, dass die einfach ehrlich zu mir sind. Und ich habe überhaupt kein Problem, wenn ein Spieler an mir was nicht passt, ja, dann ist das nicht so, dass der dann so kommen muss und der Trainer steht da oben und muss dann aufschauen, sondern nein, wir sind so eine Ebene, wir haben das gleiche Ziel, wir wollen erfolgreich sein. Und wenn ihm was nicht passt, dann erwartet er, dass er zu mir kommt und sagt, du Trainer, mit dem und dem bin ich aber nicht einverstanden. Und dann kann er meine Beweggründe sagen und dann ist das wieder erledigt, bevor er dann irgendwo hintenrum für schlechte Stimmung sorgt. Ja, wir kennen uns schon lange, die ganze Karriere durfte ich ja auch mitverfolgen in meiner Eigenschaft als Kommentator und Moderator und natürlich auch Ihre Trainerkarriere und allen, mit denen ich auch im Laufe der Jahre gesprochen habe, gerade nachdem Sie dann in Ried und in Linz Trainer waren, haben gesagt, dass Sie besonders viel Zeit eigentlich in Anspruch nehmen und auch Zeit investieren in den Austausch und in den Umgang mit Spielern. Das muss ja eigentlich einerseits, sagt man, notwendig sein, gerade auch international, bei einem internationalen Club wie Wolfsburg, weil sie ja, glaube ich, 17 Legionäre haben aus 9 verschiedenen Nationen. Was erwarten Sie sich dadurch, beziehungsweise was glauben Sie, ist für Sie dadurch leichter möglich in der Trainingsarbeit, letztlich auch dadurch der Erfolg leichter möglich? Mir fällt es leicht, weil das ist ja nicht nur was, ich mache das nicht, damit es für den Spieler dann immer passt. Und ich mag das gern. Also ich glaube, das ist so die Grundvoraussetzung, wenn du Trainer bist oder ja, wenn du, ich mag ja gern wissen, was geht in meinen Spielern, in meinen Mitarbeitern vor. Ja? Weil, und jetzt, weißt, das sind dann immer die Fußballprofis und das sind ganz normale Menschen, ja, die genauso Sorgen haben, wenn das Kind einmal krank ist und dann haben sie schlecht geschlafen. Ja, dann, und ich habe 3 Kinder und ich weiß auch, dann bist du vielleicht am nächsten Tag einmal nicht so gut drauf, weil du wenig die Augen zugemacht hast. Und das will ich ja wissen, weil ja, und so tauschen wir uns halt aus. Und das ist einfach so oft auch eine Gefühlssache. Das ist nicht jedes Mal ein stundenlanges Vier-Augen-Gespräch. Ja. Manchmal ist es halt nur am Platz, wenn wir irgendwo zum Trinken gehen und dann frage ich mal nach wegen irgendwas und das ist so, weil also mich interessiert, ja, mich interessiert, was geht in den Spielern vor, was geht in den Menschen vor und ja, ich glaube, dass das den Spielern dann auch gut tut, weil genau das, ja, sie merken, ich bin dem Trainerteam wichtig, ja, der kümmert sich um mich, der will was wissen, ich glaube so uns allen, wenn du irgendwo in deinen Beruf gehst und dein Chef hat ein Jahr kein Wort zu dir gesagt, dann ist das komisch. Dann denkt man sich, weißt du eigentlich, dass ich da bin? Und das Gefühl, denke ich, will niemand. Und deswegen ja, sind wir da eigentlich immer wieder im Austausch. Ja, noch dazu, wo Sie nicht nur unterschiedliche Charaktere sind, sondern wo es ja vor allem auch immer unterschiedliche Kulturen gibt, gerade in einer so internationalen Sportart wie im Fußball. Ja, ist auch sehr, sehr spannend. Das ist einfach, ja, man lernt selber so viel, auch wenn man sich unterhält, einfach ja, über... Ja, beispielsweise ein Spieler, wo halt dann ja, gesagt kommt jetzt, wie schaut es aus, ist frei, kommen deine Eltern her? Und dann, ja, nein, meine Eltern sind getrennt, ich bin bei meiner Mutter aufgewachsen. Es ist einfach spannend, interessiert mich. Und dann quatschen wir halt über diese Situation. Und ja, und ich denke, das macht so dann dieser, wie gesagt, ich bin eigentlich fast täglich Minimum 10 Stunden bei unserem Trainingsgelände, oft nur länger. Und das macht es dann aus. Ja, wenn ich da gern hinkomme, wenn man über die Leute was weiß, mit denen man zusammenarbeitet, dann ja, ist das für mich ist das einfach wichtig. Also für mich ist es nicht kommen, Dienst erledigen, Gehaltscheck abholen, nach Hause gehen. Das ist für mich nicht das, was
was den Trainerjob ausmacht oder was überhaupt einen Job ausmacht. Offensichtlich. Manchmal können Sie auch ins Gegenteil sich verkehren. Diese Offenheit, diese Ehrlichkeit, die Sie jetzt auch sehr ausführlich geschildert haben, oft nämlich dann auch, wenn die Medien vielleicht ins Spiel kommen, die dann auch Aussagen von Ihnen vielleicht als Kritik an einer anderen Person bewerten. Sie wissen schon, worauf ich hinaus will. Geschäftsführer Sport in Wolfsburg, Jörg Schmadtke, wo es eben darum gegangen ist, wie die Transfersituation ist. Finden Sie das unangenehm, ungerecht oder sagen Sie sich, das ist irgendwie auch ein Teil des Jobs? Ich habe da in der Einspielung vor der Sendung so ein altes Zitat von mir, wo ich gesagt habe, Oliver Glasner wird Oliver Glasner bleiben. Und ich glaube, von mir kriegt man immer Ehrlichkeit. Und so will ich auch bleiben. Vielleicht habe ich manchmal, gibt auch in meiner noch längeren Karriere zurück, auch als Spieler, einmal was gesagt, was dann im Nachhinein ein paar Probleme mit sich gebracht hat. Aber ich habe immer sagen können, es war ehrlich. Und so will ich auch bleiben. Und das halte ich dann schon aus, wenn es einmal ein bisschen unruhiger wird. Wie gesagt, wie mich persönlich, ich bin in keine sozialen Medien aktiv, von dem her kriege ich sowieso 80% schon mal nicht mit, was da abgeht, ist auch gut so. Ich sage dann meine Kids immer zu Hause, wenn es einmal ein bisschen unruhiger wird, lässt es nicht zu viel, weil ich glaube, dass das einen sehr, sehr schlechten Einfluss haben kann. Und als andere werde ich das sagen, was ich mir denke. Und soll es dann einmal Probleme geben, dann werde ich die ausbaden. Ja, in dieser Causa gab es ja dann auch den Meinungsaustausch, auch öffentlich, gab es ja die ein oder andere Aussage. Wir haben einen gefragt, der ja beide kennt, also sowohl Sie als auch Jörg Schmadtke, nämlich der Vizepräsident des LASK, Jürgen Werner, und der meint dazu. Das ist so, dass man, ich glaube ich, auch in der Position, ich kann auch mit Jörg Schmadtke recht gut, in der Position natürlich oft unterschiedlicher Meinung ist. Ja? Und der eine denkt am Verein, der eine denkt an die aktuelle Mannschaft. Aber ich glaube, die haben das professionell hingekriegt. Und ich kann nur sagen, wenn man dort am dritten Platz steht, können sie nicht alles falsch gemacht haben. Wenn der sagt, ich hätte mir einen Stürmer gewünscht, der einen Tiefgang hat, dann wird das schon als Kritik am Schmadtke und der muss morgen gehen. Aber ich glaube auch, das ist legitim, dass man sich was wünscht als Trainer, aber der Verein muss natürlich nicht alles erfüllen. Ja, da spricht dann schon mehr der Vizepräsident, gell? Ja, wir haben natürlich auch 4 Jahre beim LASK zusammengearbeitet und Jürgen war ja vorher mein Berater, wie ich Spieler war. Und wir waren auch nicht immer einer Meinung. Also wir haben uns da auch. Aber am Ende haben wir immer das gemacht, beide mit vollster Überzeugung. Was wir damals gehabt haben, ist das Beste für den LASK. Und auch jetzt, das ist genau das Gleiche. Also Jörg Schmadtke, Marcel Schäfer und Oliver Glasner machen alles, was sie denken, dass das Beste für den VfL Wolfsburg ist. Ich denke, das ist das Allerwichtigste. Und das machen wir auch so. Was macht so stehen? Apropos, wie geht's Jörg Schmadtke? Ist er an Corona erkrankt? Ja, den Umständen entsprechend. Also wünsche es keinem, dass er irgendwie krank ist und natürlich auch nicht Corona, aber es geht ihm den Umständen, es ist soweit okay. Wer hat Sie eigentlich geformt? Sie haben kurz schon einmal erzählt, also ich meine jetzt natürlich, was den Trainerberuf betrifft. Sie haben Roger Schmidt angesprochen. Wer noch? Jeder, glaube ich. Also ich bin immer schon jemand gewesen, der sich sehr viele Gedanken gemacht hat, sehr, sehr viel reflektiert hat. War in meiner aktiven Zeit gerade oft gar nicht so gut, weil wenn man so viel nachdenkt, manchmal ist es besser, man denkt nicht über alles nach, aber es hat mich, Klaus Reutinger war der mich zu Ried geholt hat, der mir die Chance gegeben hat, Fußballprofi zu werden, der super großartiger Trainer war, der ein toller Pädagoge war, dann Heinz Hochhauser gehabt, der meiner Meinung nach den Fußball immer total auf den Punkt gebracht hat. Das wird nie vergessen. Und das war 1999, wo er das erste Mal Trainer war. Und hat immer zu uns schon gesagt, du kannst nur nach vorne verteidigen. Ja, heute spricht jeder vom Vorwärtsverteidigen, aber das war vor über 20 Jahren. Und da hat er einfach so sehr, sehr plakativ das an den Punkt gebracht. Und das haben wir auch richtig gut umsetzen können. Paul Kluder war jetzt am Ende meiner Karriere, der so für mich so diese Gelassenheit ausgestrahlt hat, der die Spieler und auch mich, ich war da dann Kapitän, total mit einbezogen hat in Entscheidungen auch das. Also, und da wird immer überall so für mich was mitgenommen, wo ich mir gedacht habe, ja, das ist gut. Also da jetzt wieder zu sagen, okay, der hat mich einmal gefragt, wie siehst du das? Ja, also, und ich war aber nur Spieler und das weiß ich, was mir das
für Selbstwertgefühl ergeben hat, ja, um wichtig zu sein. Und das ist zum Beispiel was, jetzt, wenn ich mich mit den Spielern austausche und auch sie einmal frage, dann weiß ich, wie fühlen sie sich dabei. Und das, wie gesagt, da denke ich, dass mir jeder, und da konnte jetzt noch einige andere natürlich nennen, geprägt hat. Ja, Sie haben Klaus Reuting erwähnt, die Trainerlegende, kann man ruhig sagen. Der SV Ried, Sie sind ja quasi die Spielerlegende mit über 500 Spielen und Ehrenkapitän. Wie ist es eigentlich dazu gekommen, fragen sich ja viele, dass Oliver Glasner bei der SV Ried seine Karriere, die ihm dann bis 2011 gedauert hat, wie es dazu gekommen ist, dass der Oliver Glasner zu der SV Ried gekommen ist. Markus Klima hat sich auf Spurensuche begeben. Wir sind zu Besuch im Wirtshaus von Ferdinand Reutinger in Weibern im Hausruckviertel. Sein Bruder Klaus Reutinger, Oliver Glasners erster Trainer in Ried, ist auch schon da. Das kennt er ganz sicher, ja. Wir waren des Öfteren hier. Auch in dieser Stube sind wir gesessen, weil ich die Mannschaft eingeladen habe, insbesondere wenn wir mal gewonnen hatten oder wenn wir eine Abschlussfeier hatten. Und er kennt hier das Drumherum und war schon des Öfteren da. Ja. Und wie lässt es sich besser über alte Zeiten plaudern als bei einem guten, selbstgebackenen Stück Kuchen? Wie wurde Oliver Glasner zu dem, der heute ist? Naja, der Oliver Glasner hat ja schon in jungen Jahren sehr viel mitgebracht. Ich erinnere mich an eine Geschichte, da wurde er mir angepriesen, oder da bekam ich die Information, dass in Riedau ein 17-jähriger, sehr gut erzogener Vorzeigeschüler Libero spielt. Und er galt als das größte Talent vom Bezirk Schärd. Der Blick ins Reutinger Archiv. Erinnerungen an die Anfänge einer großen Karriere. Bei diesem Artikel, den hat meine Mutter ausgeschnitten und sie hat hingeschrieben, der Rohdiamant wird er genannt. Das war nicht meine Schrift, sondern das war von meiner Mutter. Und die hat offensichtlich das auch schon gespürt, dass er ein kommender Mann ist. Und so geht es nach oben. Der Aufstieg mit Ried in die Bundesliga 95 und 2005. Abwehrchef, Ehrenkapitän der SV Ried auf Lebenszeit und Kopfballungeheuer. Glasner! Oliver Glasner! Fast 100 Jahre ist es her, dass er zuletzt getroffen hat. Das Ende seiner Karriere abrupt. Eine Verletzung und die vernünftige Entscheidung. Die große Narbe der Operation gut versteckt. Die Erinnerung wird bleiben. Der Zuspruch hier am Rieder Hauptplatz damals im August 2011 natürlich groß. Je mehr ich dann jetzt drüber nachdenke, umso schöner wird es eigentlich, weil was Neues auch ist zwar immer ein bisschen, wo man nicht genau weiß, wo es hingeht, aber es ist auch eine Riesenchance, wieder etwas Neues kennenzulernen, sich weiterzuentwickeln. Chance bekommen, Chance genutzt. Sportlicher Koordinator bei Red Bull Salzburg, Co-Trainer von Roger Schmidt, Ruhepol. Die Karriere nach der Karriere nimmt Fahrt auf. Er entscheidet sich dagegen, mit Roger Schmidt nach Leverkusen weiterzuziehen. Im Gegenteil, es geht zurück nach Ried. Cheftrainer. Die Verwunderung natürlich groß damals, als er schließlich zum Rivalen LASK wechselt. Wenn man denkt, ja, jetzt wird es richtig gehen. Ne? Aber naja. Ja, überraschend. Meine Frau hat auch gesagt, das gibt es doch nicht. Er geht immer seinen Weg, den er glaubt, den er zu gehen hat. Und das war auch in der Zeit, als er in Ried Trainer war. Und dann ist er zum LASK gegangen. Das ist ja ein No-Go für normal, dass von Ried jemand zum LASK geht. Und er ist aber seinen Weg gegangen und er wurde dadurch sicherlich angefeindet. Aber er hat recht gehabt. Der LASK, das Sprungbrett. Der Aufstieg in die Bundesliga, weiter nach Deutschland. Zum ersten Mal so fern der Heimat. Er vermisst seine Familie, ganz sicher. Und ich glaube, er fährt auch bei jeder Gelegenheit nach Hause, weil er zu Hause sein will. Und wenn ich zuerst gemeint habe, wenn er will, dann wird er ein Trainer, von dem jeder spricht in ganz Europa. Ich weiß nicht, ob er das so will, weil er einfach so ein Familienmensch ist und so heimatverbunden ist. Und das könnte seine Karriere beeinflussen. Die beiden werden das beobachten und sicher auch oft über die alten Zeiten plaudern. Hier im Wirtshaus von Ferdinand Reutinger. Ja, die Gebrüder Reutinger. Da werden Erinnerungen wach, oder? Ja, absolut. Also sehr, sehr viele schöne Erinnerungen in meiner langen Karriere in Ried. Wirklich
tolle Zeit. Und ja, mit Klaus bin ich sowieso immer in Kontakt. Er hat mich auch einmal besucht in, oder uns besucht in Wolfsburg. Und ja, war super, super schöne Zeit. Ich finde, er hat jetzt eine interessante Frage gestellt. Was will Oliver Glasner noch in seiner Karriere? Will er's wirklich so weit erreichen, wie es der Klaus Reutinger angesprochen hat? Oder ist er eben dann doch vielleicht die Familie und Österreich wieder mal das Ziel? Nein, die Familie ist, Familie braucht nicht das Ziel sein, weil die ist immer das Wichtigste, weil es sagt die ja, ist so der Ruhepol zu Hause und das, auf die ich mich immer zu 100% verlassen kann. Also das ist ganz klar. Aber ich habe mir schon vor jetzt knapp 2 Jahren oder wir haben uns ja, ich entschieden nach Wolfsburg zu gehen. Das war klar, das war, wo die Möglichkeit war. Und für mich war das damals so eine Grundsatzentscheidung, weil natürlich, wenn ich gesagt habe, okay, ich probiere es, sag mal, in der großen Fußballwelt und gehe jetzt aus Österreich nach Deutschland, da war das auch klar, ich probiere eine Trainerkarriere zu starten. Sonst hätte ich gesagt, okay, beim LASK, super Club, wir haben super was aufgebaut. Ich verlängere nur mal, schauen wir mal, wie lange es möglich gewesen wäre, aber sicherlich ein paar Jahre und bleib dann in Österreich, bleib für immer zu Hause. Aber der Reiz, das ist so immer, was mir auch ein bisschen antreibt, etwas Neues kennenzulernen. Ich bin auch davon überzeugt, das ist das, was dich weiterbringt. Auch über Schwierigkeiten hinweg, die zu überwinden, glaube ich, das bringt dich dann auf den nächsten Level. Und so ist das auch in der Familie. Ja, natürlich war das nicht immer einfach. Corona hat es nur schwieriger gemacht. Also wir haben einmal, glaube ich, 6 Wochen gehabt, wo wir uns halt nur über FaceTime kommuniziert haben. Und natürlich ist das keine einfache Zeit. Aber es ist natürlich auch vielen anderen so gegangen. Und dann heißt es halt, okay, da haben wir auch überstanden. Und das hat uns, denke ich, auch wieder als Familie wieder zusammengeschweißt. Man weiß dann oft wieder noch mehr, wie schön, wie wichtig gemeinsame Zeiten sind. Und deswegen, wie gesagt, ist die Entscheidung für eine Trainerkarriere eigentlich für eine internationale Trainerkarriere vor 2 Jahren gefallen, wo ich dann gesagt habe, okay, ich mache den Schritt nach Wolfsburg. Sie haben gesagt, der Reiz des Neuen, das ist bei Ihnen vorhanden. Das würde dann im Umkehrschluss bedeuten, dass Wolfsburg eben nicht das letzte Kapitel ist. Das weiß man nie im Trainer. Ich hab aufgehört, da groß zu planen. Weil, also ich könnte jetzt das aufzählen. Wie gesagt, Salzburg dann mit Roger fast schon in Leverkusen. Sind wir schon ausgesucht? Ja, wir haben schon, wo wir dann vielleicht wohnen können. Und dann plötzlich kommt, und das ist ja oft so lustig im Fußball, dann ist ja Roger nach Leverkusen, Adi Hütter, ich glaube, der so fast schon Ried-Trainer war, nach Salzburg gekommen. Und dann war ich in Ried frei, dann bin ich in Ried, habe mir gedacht, so mein Club, wo ich 18 Jahre gespielt habe, nächsten 10 Jahre bist du dort Trainer, wenn du das halbwegs hinkriegst. Und dann nach einem Jahr bin ich zum LASK, wie Klaus richtig sagt, eigentlich ein No-Go. Aber was mich reizt, ist im Fußball und jetzt auch als Trainer, ist ein Projekt. Und das war damals beim LASK so, die eigentlich relativ weit unten waren, dritte Liga, dann in der zweiten Liga, und gesagt haben, ja, wir wollen da was, wir wollen was bewirken, ja, wir wollen den LASK wieder salonfähig machen. Und das war das, was mich gereizt hat. Ja. Und dann war für mich das auch überhaupt kein Problem, zu sagen, ich gehe von der Bundesliga in die zweite österreichische Bundesliga, sondern ja, die Aufgabe, die tägliche Arbeit, das ist eigentlich das, was mich anspornt. Und da gemeinsam was aufzubauen, und ich denke, das haben wir dann über 4 Jahre toll gemacht, super Rahmenbedingungen vorgefunden beim LASK. Und freut mich, dass Ried aufgestiegen ist wieder, und es freut mich auch, dass der LASK einfach nach wie vor oder jetzt eigentlich so unter den Top 3-4 Clubs in Österreich ist. Und das war eigentlich so die Vision. Und dann war, denke ich, auch für mich der richtige Zeitpunkt, wieder was Neues zu probieren. Und dann war genau das Gleiche in Wolfsburg, ja, die 2 Jahre Relegation waren, dann ein Jahr erfolgreich waren und gesagt haben, okay, wir wollen uns jetzt im vorderen Drittel der deutschen Bundesliga stabilisieren. Und das, denke ich, weiß jeder, dass das vielleicht außer für Bayern München nicht ganz so einfach ist. Sondern es gibt viele Clubs, die das wollen, die auch die Möglichkeiten haben. Und das war dann der nächste Reiz. Und da bin ich mittendrin. Kann es auch ein nicht deutschsprachiges Land sein, das für Sie ein Thema mal wäre? Oder sagen Sie Deutschland, Österreich, Schweiz?
Ach, nein, da würde ich mich jetzt nicht limitieren. Also, nein, keine Ahnung. Wie gesagt, es muss dann passen, es muss ein Projekt sein, es muss eine Vision da sein, es muss sagen, okay, da wollen wir was entwickeln. Also was für mich so nicht ist, okay, komm jetzt 3 Monate, rette uns und dann, ich denke, das ist auch das, was man so, wenn man meine Trainerkarriere verfolgt, sieht, dass ich jemand bin, der gemeinsam mit einem Club, mit Spielern, mit einem Betreuerteam was aufbauen kann, was entwickeln kann. Und das ist eigentlich so auch für mich die Genugtuung oder die was mich freut ist, wenn ich sehe, das, was wir mit den Jungs besprechen, was wir mit den Spielern trainieren, was wir mit dem, was wir uns beschäftigen, das sieht man dann am Platz. Ja, und dann können wir auch mal verlieren, ja, weil das ist Fußball, das kann immer passieren. Aber dass man da sieht, ja, die Jungs, wie jetzt da wieder, so verschworener Haufen, egal, ob da mal einer gesperrt ist oder nicht, dann kommt der Nächste und ist da für die Mannschaft. Das ist mein ureigenster Antrieb und das ist das, was mir dann persönlich Zufriedenheit verschafft. Sie haben mal gesagt, Sie möchten nicht auf der Trainerbank quasi in Pension gehen, zwar schon, aber nicht auf der Trainerbank enden, um das einmal so zu formulieren. Kann das also auch sein, dass Sie dann für viele überraschend sagen, das war sehr schön, es hat mich sehr gefreut? Ich denke, wenn das dann soweit ist, dann wird es vielleicht für einige überraschend sein, die mich gut kennen. Und ich habe meine besten Freunde nur aus meiner Vorfußballzeit, also aus meiner Jugendzeit. Die wissen, dass ich sage immer, ich hoffe, dass ich den Absprung schaffe für mich, dass ich mit 70 nicht mehr auf der Trainerbank sitzen werde. Gut, da wäre noch einiges an Zeit. Sie wären erst 47, also da hätte man noch mehr als 20 Jahre. Stimmt, ja. Mit 60. Okay, Klaus Reutinger haben wir gehört. Sie haben gesagt, der hat für Sie eine Bedeutung, weil er Ihr erster Trainer war und Sie auch in den Profibereich geholt hat. Der hat, ich will nicht sagen einen Tipp, aber er hat auch eine Meinung, was Ihre Zukunft betrifft. Wenn ich er wäre, wobei ich eben keinen Ratschlag gebe, ich würde nach Gladbach wechseln, weil hier die Perspektiven doch ganz andere sind. Das ist ein anderes Umfeld. Es ist eine andere Begeisterung, eine andere Geschichte. Man glaubt, ich war in den 70er Jahren mit Bayern die Mannschaft in Deutschland oder auch in Europa. Und Gladbach hätte sicherlich noch ein Potenzial, das es jetzt wieder zu heben gilt. Und das könnte der Oliver ganz bestimmt machen. Sie haben vor 2 Wochen gesagt, es hat keinen Kontakt gegeben. Jetzt könnte ich fragen und frage es auch, hat es in diesen 2 Wochen jetzt einen Kontakt gegeben? Ach, da wird, jetzt bin ich wieder dort. Es wird ja dann oft sehr, sehr schnell, sehr, sehr viel geschrieben. Ich habe dann heute mitgekriegt, dass Gladbach, glaube ich, schon einen neuen Trainer hat. Ja, aber das relativiert sich angeblich jetzt auch wieder im Laufe des Tages. Okay. Also ich glaube, da muss man vorsichtig aber sein. Aber wir haben nach wie vor keinen Kontakt gehabt. Ja, gut, dann hätte man das vielleicht besprochen. Es ist ja auch in Wolfsburg schön, das haben wir bis jetzt noch nicht besprochen. Sie haben außerdem noch Vertrag bis nächsten Sommer. Das Thema Ausstiegsklausel haben Sie, glaube ich, auch schon gesagt, die gibt es, ne? Oder habe ich das falsch verstanden? Also, nein, das ist das Gleiche. Wir reden auch nicht über Ihren Vertrag da bei Sky. Also von dem her, das haben wir ausgemacht, wir geben keine Vertragsinhalte preis. Und ich denke, das ist auch gut so. Obwohl es im Kicker gestanden ist, im Fachmagazin. Also irgendwer muss es preisgegeben haben, nicht? Nein, es ist vermutet worden. Okay. Also, es ist noch von keiner Seite bestätigt worden. Und ich denke, das ist auch in Ordnung so. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Trainer, wie viele Spieler das gibt in Deutschland, wenn da jetzt von jedem alle Vertragsinhalte preisgegeben werden, dann kennen sich die Leute gar nicht mehr aus. Dann ist es so ein bisschen wie bei den Corona-Verordnungen, die so wöchentlich daher kommen. Also von dem her denke ich, ist ganz gut, wenn das zwischen den Parteien bleibt, die das ausmachen. Soll auch so stehen bleiben. Aber wie gesagt, Wolfsburg, Sie haben noch Vertrag. Man ist im Moment auf Champions League-Kurs. Ist ja dann auch keine schlechte Adresse. Wie sehr wird Sie es reizen, auch tatsächlich dann im Herbst eben mit dieser Mannschaft in der Champions League-Gruppenphase zu spielen? Weil mit dem LASK haben Sie es ja dann nicht in Angriff genommen, die Qualifikation. Nein, habe das auch gesagt. Super, macht die Arbeit richtig viel Spaß. Wenn ich in die Arbeit komme, mit den Spielern, mit den Betreuern. Ja, wir sind da zusammengewachsen und wir wollen jetzt die Saison. Und ich glaube, das ist wichtig für mich als Trainer und genauso für die Spieler. Ja, es gibt vielleicht auch Spieler, ich weiß gar nicht so genau, ob die irgendwelche Klauseln in den Verträgen haben, aber auch da ist so, ja, wo man dann, ja, der ist dort ein Thema, der ist dort ein Thema. Und genauso denke ich, wie wichtig, und ich sage es zumindest auch immer, unsere Spieler, beschäftigt euch nicht, was im August ist, sondern jetzt beschäftigen wir uns damit, was der nächste Spieltag ist. Und das ist der erste FC Köln. Und wir brauchen auch noch nicht dann auf das Spiel in Frankfurt und dann kommt noch, weiß ich nicht, Dortmund und wer auch immer oder Bayern danach, sondern im Hier und Jetzt leben. Wir wollen heuer diese Saison, die wir bisher wirklich grandios bestreiten, die wollen wir einfach nur auf dem Level zu Ende bringen.
dann hoffen wir alle, dass es einmal ein bisschen einen Urlaub gibt für den vielen Nationalspieler, die zur Europameisterschaft gehen oder dann vielleicht sogar welche zu Olympia, gibt es denn eh nicht. Und dann schauen wir, was die neue Saison bringt. Und um jetzt nochmal die Frage zu wiederholen, also die Champions League hat schon einen Reiz, oder? Oder hätte schon den Reiz, ne? Ja, natürlich, aber wir sind noch nicht drinnen. Nein, ist klar, aber für Sie dann auf alle Fälle wäre die Möglichkeit gegeben, wenn man schaffen sollte, also im Herbst das auch zu machen. Ne? Ja, wenn man Trainer ist und man will nicht Champions League spielen, dann hat man was falsch gemacht. Wahrscheinlich. Oder man hat noch was Besseres. Jedenfalls, die Champions League ist natürlich auch ein Thema dann in der kommenden Saison. Ja, alle Spiele der Champions League hier bei uns auf Sky Sport Austria für die nächsten 3 Jahre. Insofern, Oliver Glasner, werden Sie dann immer im Bild bei uns, bei den Gruppenspielen der Champions League. Zwei Dinge noch vielleicht, die auch im Rahmen des vorherigen Beitrags auch angesprochen wurden und wo Sie schon gesagt haben, Red Bull und es gibt Trainer, die Sie geformt haben, Heinz Hochhauser unter anderem auch und Klaus Reuting und Paul Kluterwartz. Was ist eigentlich mit Ralf Rangnick? Inwieweit hat der Sie beeinflusst? Weil das war gerade die Phase, wo eigentlich das gesamte Projekt, so wie Red Bull jetzt aufgestellt ist, hat mit ihm begonnen und Sie waren in diesen Monaten und Wochen eigentlich ganz frisch dort bei den Salzburgern. Inwieweit ist sein Einfluss bei Ihnen und wie war die Zusammenarbeit? Ja, also ich denke, dass, wenn ich jetzt sage, ich war bei Roger Assistent, war natürlich, weil Roger war Cheftrainer, Roger Schmidt, und ich war sein Co-Trainer. Aber auch die Philosophie, die Red Bull heute noch prägt, denke ich, ist mit Ralf Rangnick nach Salzburg damals und Leipzig gekommen oder in den Red Bull-Konzern gekommen. Und Roger und auch ich, wir haben halt das dann mit den Spielern umgesetzt. Also Roger ist da sicherlich auch genauso mitgeformt worden, denke ich, wie ich. Und das war für mich ja sehr, sehr lehrreiche Zeit. Und Ralf Rangnick hat natürlich unglaublich großes Fußballfachwissen. Und was mich einfach auch ja, beeindruckt hat, ist, wobei wir uns mittlerweile alle, wir Trainer, wir sind irgendwie so alle so Fußball-Nerds, würde ich uns schon bezeichnen. Und Ralf Rangnick auch, also unglaublich besessen, akribisch, fleißig. Also das ist kein, weiß ich nicht, 8-Stunden-Job, sondern ja, das ist Leidenschaft. Berufung. Genau, Berufung, Leidenschaft. Das ist auch das, was ich bei ihm einfach da mitbekommen habe, was ich auch sehr, sehr beeindruckend gefunden habe, ist eben dieses, wenn er von was überzeugt ist, dann zieht er das durch. Das hat mich auch geprägt. Ja. Das ist so für mich auch. Und dann gibt es natürlich, wenn du Sachen veränderst, wenn du was Neues bringst, dann ist es nicht so, dass jeder da steht und sagt, juhu, das, was er die letzten 10 Jahre gemacht hat, jetzt erzählt mir der, das ist ein Blödsinn. Und jetzt darf ich was Neues probieren. Sondern da gibt es natürlich auch Zweifel und dann gibt es welche, ja, warum müssen wir das jetzt so machen? Und das war ja vorher auch nicht so schlecht. Aber auch das für mich jetzt, wenn ich von was überzeugt bin, das dann durchzuziehen und auch gegen vielleicht einmal Widerstände durchzuziehen. Und da ist Ralf Rangnick, denke ich, ja, habe ich auch von ihm sehr, sehr viel mitgenommen. Er ist im Moment stark im Gespräch. Weniger jetzt bei Schalke, dafür wieder mehr vielleicht in der deutschen Nationalmannschaft. Wäre das einer als Nachfolger für Jogi Löw, Ihrer Meinung nach? Ja, ich hab mich rausgehauen, anderen Instanzen Empfehlungen abzugeben. Ich denke, steht mir nicht zu, jetzt irgendwelche Team-Nationaltrainer für Deutschland ins Gespräch zu bringen. Ralf Rangnick ist im Gespräch, er hat sehr, sehr viele Erfolge aufzuweisen. Und ich denke, er muss das für sich entscheiden, wenn er sagt, ich sehe das jetzt für mich als meinen richtigen Schritt an. Dann denke ich, er bringt alle Voraussetzungen mit. Aber es gibt viele andere, die das auch mitbringen. Genau. Obwohl es ein Unterschied ist, ob man Clubtrainer ist oder Teamchef eines Nationalteams. Wäre das überhaupt für Sie auch etwas, ein Thema für die Zukunft, wo Sie sagen, das ist doch eine andere Art des Trainers Seins, weil es ist ja nicht entwickeln, sondern es ist ja eigentlich nur auf dem Punkt, für ein paar Tage die Mannschaft ins Spiel zu coachen. Also jetzt momentan nicht, weil wenn ich mir jetzt ist ja gerade der Lehrgang und wenn ich mir natürlich denke, du hast die Spieler 10 Tage, die ja eigentlich müde anreisen, weil sie am Wochenende alle gespielt haben, hoffentlich gespielt haben, und dann hast du 3 Spiele in diesen 10 Tagen, dann gibt es eigentlich kein Training. Sondern dann gibt es eben nur schauen, dass die Spieler körperlich und geistig frisch sind, um dann eine gute Leistung am Platz zu bringen, dass dann halbwegs eine Harmonie am Platz entsteht. Und ich denke, das ist so die wichtigste Aufgabe. Auf der anderen Seite sehe ich schon so, ist es für einen Trainer in deinem Heimatland vielleicht sogar, oder am besten in deinem Heimatland, ist sicherlich so, dass vom
vom Gefühl her für mich jetzt der größte Job, den du haben kannst. Ja, wenn du deine Nation vertrittst im Fußball, vielleicht bei einer, wie es jetzt bei der Europameisterschaft ist oder bei einer Weltmeisterschaft, dann ist es jetzt so vom Gefühl her für mich jetzt, wo ich sage, das ist wahrscheinlich das Größte, das du als Trainer erreichen kannst. Aber weniger in der Tagesarbeit, sondern einfach zu sagen, okay, ich stehe jetzt so im Fußball an der Spitze von Österreich nämlich. Ja, und wir repräsentieren jetzt unser Land. Dann weißt du, zu Hause sitzen hoffentlich 8 Millionen, drücken dir die Daumen. Sind bald 9 sogar schon. Ja, bald 9. Ja, das ist sicherlich für jeden, der das hat, eine absolute Auszeichnung. Apropos Österreich, wie intensiv verfolgen Sie eigentlich die österreichische Bundesliga? Sie sind ja ein Kind der österreichischen Bundesliga. Ja, nicht mehr ganz so intensiv, aber natürlich, halt, wenn es unter der Woche immer wieder Champions League, Europa League, dann ist Freitagabend deutsche Bundesliga, Samstag sagen wir, spielen wir selber, dann ist Sonntag auch noch deutsche Bundesliga. Oft spielt dann schon unser nächster Gegner, den wir natürlich dann anschaue über das gesamte Spiel. Und ja, wenn ich dann nur immer in die österreichische Bundesliga reinschmeiße, dann wird es ein bisschen viel. Aber ich versuche, oder ich schaue natürlich die Clubs, mit denen ich verbunden bin, Ried, LASK, Salzburg, die verfolge ich etwas mehr. Und wo Sie jetzt fast 2 Jahre hautnah die deutsche Bundesliga auch mitverfolgen und mitgestalten in Ihrer Funktion als Trainer von Wolfsburg, wie würden Sie die Qualität, den Vergleich einordnen zwischen Deutschland und Österreich? Gibt ja viele, die sagen, da ist ein Riesenunterschied. Manche sagen jetzt, während Corona sieht man, weil auch in Deutschland keine Zuseher sind, dass das Ganze doch viel, viel näher, viel angeglichener ist. Also ich denke, dass der österreichische Fußball überhaupt in den letzten Jahren sicherlich einen Schub nach vorne gemacht hat. Man braucht sich dann immer nur die internationalen Auftritte anschauen. Und es ist jetzt, dann muss es einmal Zeit geben, wo eigentlich nur Salzburg international aufgezeigt hat. Und jetzt ist aber schon das Rapid, die eine Rolle gespielt haben. Der LASK natürlich letztes Jahr in der Gruppenphase gewonnen. Ja, mit Sporting Lissabon, genau. Mit PSV Eindhoven in der Gruppe. Danach auch noch gegen Alkmaar überstanden das K.O.-Duell und erst gegen Manchester United ausgeschieden. Also jetzt, da sieht man, dass wirklich sehr, sehr gute Arbeit geleistet wird in Österreich. Und trotzdem denke ich, was die deutsche Bundesliga nur ein bisschen so... Was der Unterschied ist oder der größte ist, diese Ausgeglichenheit in der Liga. Also wenn wir ein Spiel mit 95% bestreiten, dann werden wir verlieren. Und ich glaube, dass in Österreich, ja, wenn der LASK so, das habe ich schon auch verfolgt, vielleicht einmal mit 95% spielt, dann gewinnen sie trotzdem 2-0. Und das, also diese Ausgeglichenheit der Mannschaften, das ist sicherlich ein großer Unterschied und klar ist, und das muss man schon auch sagen, das ist auch für uns jetzt die beiden Mannschaften, die vor uns stehen in der Tabelle, das sind der aktuelle Champions-League-Sieger und der Champions-League-Halbfinalist vom letzten Jahr. Also es sind schon absolute Top-Mannschaften des europäischen, des Weltfußballs in der Liga und das ist dann sicherlich nochmal ein Level, den es halt in Österreich nicht gibt und das ist aber auch völlig okay so. Ja, weil Sie die internationalen Erfolge ansprechen, können wir auch nur kurz den Blick machen auf die aktuelle UEFA 5-Jahres-Wertung. Österreich liegt auf Platz 10 und daran wird sich auch Gott sei Dank nichts mehr ändern, weil die Länder, die dahinter liegen, wie etwa Schottland oder Ukraine, keine Teams wie eben auch Österreich noch im Einsatz hat, weder in der Champions noch in der Europa League. Das heißt, dass der Meister des nächsten Jahres, also 2022, dann fix erstmals in der Gruppenphase der Champions League steht. Das war zwar schon einmal in Salzburg der Fall, aber da nur deshalb, weil der Champions League-Sieger aufgerückt ist, als Elfter Österreich aufgerückt ist. Und wie gesagt, das steht also jetzt schon vorzeitig fest. Und da sieht man eben dann auch die Qualität, unter Anführungszeichen, die Österreich gezeigt hat. Wie sehen Sie den Modus, den Sie ja noch ein Jahr miterlebt hat, dass es in Österreich einen Grunddurchgang gibt? Danach wird geteilt, Finaldurchgang mit Meister- und Qualifikationsgruppe, Punkteteilung auch noch. Gibt es ja nicht so oft in Europa. Nein, aber es macht es dann das, ob jetzt wieder spannender. Also jetzt weiß ich schon natürlich. Aber ist es auch fairer? Das ist immer die Frage. Ne? Ja. Das ist dann, aber man hat sich entschieden für diesen Modus und ist dann, ja, ist auch, bin so ein großer Fan von amerikanischen Sportarten und da ist ja auch im Fußball, da kannst du einen Grunddurchgang gewonnen haben, dann gehst du in die Playoffs und bist raus. Ist das fair? Aber es ist spannend und im Endeffekt, wir spielen für die Fans, wir spielen für die Zuseher und auch da hat es mir oft, wenn jetzt vielleicht schon, kann man erinnern, in unserem zweiten Jahr in Salzburg, glaube ich, sind wir Ende März als Meister festgestanden. Mhm. 2014. Und das war dann auch so,
Dann war nicht mehr viel Training, was man so gehört hat. Naja, das Pokalfinale war dann schon noch ein großes Ziel. Aber klar ist dann auch dann zu Recht, wo dann viele Fans sagen, naja, jetzt lassen die Saison austrudeln, die Spannung ist weg. Und das wollte man halt, denke ich, auch damit gewährleisten. Auf der anderen Seite weiß ich natürlich hinten drinnen, wenn es dann um den Abstieg geht und du warst 4 Punkte vorne und plötzlich sind es nur noch 2, dann ist das schon. Und da geht es auch um Existenzen für Clubs, um Existenzen von Mitarbeitern, von Spielern. Und deswegen ist das ja, ist ja sicherlich nicht ganz unproblematisch. Aber man hat sich dafür entschieden und dann, denke ich, sollte man es auch jetzt einmal ein paar Jahre durchziehen. Jetzt haben Sie es angesprochen. Spannung gibt es mit Sicherheit bei diesem Modus, der zum dritten Mal in Folge in der österreichischen Bundesliga so ausgetragen wurde. Gestern hat man das gesehen. So dramatisch war die letzte Runde im Grunddurchgang bisher noch nie. Christoph Jochum mit den ganz großen Emotionen. Diese Augenblicke zwischen Hoffen und Bangen, das Warten auf die Entscheidung. Meistergruppe ja oder nein, Klassenerhalt vorzeitig gesichert oder doch nicht. Der Schlusspfiff in Hartberg gibt die Antwort und der Wattener Wahnsinn bricht aus. Was ist denn jetzt los? Oh mein Gott, jetzt geht's auf einmal. Ja. Was die WSG Tirol in dieser Saison erreicht hat, unfassbar. Im Juli eigentlich abgestiegen und jetzt Teil der Meistergruppe. Sensationell. Wir sind jetzt einfach überglücklich, dass wir das geschafft haben. Nach dem vor einem Jahr sind wir alle noch weinend in der Kabine gesessen. Heute werden wir ein paar Kästen wahrscheinlich aufbrauchen, hoffentlich. Und dann werden wir Gas geben. Apropos weinend in der Kabine. Hartberg kann einem leid tun. Wenige Sekunden trennen die Steirer von den Top 6. Aber dann trifft Kofi Schulz in der 94. Minute zum Ausgleich für St. Pölten. Einmal vielleicht noch aufpassen. Bei einem ruhigen Ball, der ist gefährlich! Tor! Kofi Schulz mit dem Ausgleichstor für die St. Pöltener! In der 94. Spielminute ist das der Knockout für die Hartberger. Die Meistergruppe dahin. Platz 7 fühlt sich ein bisschen an wie ein vierter Platz bei Olympia. Ja, es ist Fußball ist oft extrem bitter. Es gibt wunderschöne Momente. Wir hatten letztes Jahr in Pasching einen Moment gegen LASK, wo du hoch verlierst und du bist trotzdem in der Meistergruppe gewesen. Es war ein unglaublich schöner Moment. Und dann gibt es halt solche Momente wie diesen heute, der weniger schön ist. Und das gehört halt alles zusammen und macht das Spiel unglaublich schön und unglaublich interessant. Interessant wird die Qualifikationsgruppe. Zum Beispiel gemeinsam mit dieser schon wieder schwächelnden Austria oder auch dem Aufsteiger, Ried. Diese glücklos agierende Mannschaft mit ihrem Trainer, der keines seiner ersten 10 Spiele mit den Oberösterreichern gewinnen kann. Es ist frustrierend. Die komplette Saison. Der gestrige Abend in Altach. Jetzt fahren wir 5 Stunden nach Heim und fühlt sich extrem beschissen an. Der WRC rettet sich auf Platz 5 in die Meistergruppe. Dort, wo sich die Frage stellt, wer kann Salzburg auch gefährden? Die Roten Bullen zuletzt wieder souverän. Für die Konkurrenz wird es ganz schwierig, sollte Salzburg nicht überraschend nachlassen. Wir müssen ganz bereit, ganz, ganz, ganz bereit sein für viele Kämpfe und wichtige Spiele kommt April und Mai. Der LASK auf Platz 3. Trotz Punkteteilung schon 5 Punkte hinter dem Serienmeister, der Abstand möglicherweise zu groß. Die Linzer spielen gut, aber eben nicht außergewöhnlich. Wir geben natürlich nicht auf und so. Wir versuchen dann gut in die Meisterrunde zu starten und dann wird man eh sehen, wo die Reise hingeht. Aber dass wir jetzt natürlich nicht ganz vorn dabei sind, das ist bitter. Aber ich sage, Salzburg war einfach effizienter und cleverer und darum sind sie da jetzt mit einem Abstand an der Spitze. Die Vorfreude auf die kommenden 10 Runden ist jedenfalls groß. Die Emotionen von gestern, ein Vorgeschmack auf das, was da noch kommt. Es war so spannend, unglaublich. Bis in die letzte Minute. Ganz, ganz schön, ganz, ganz spannend. Das ist Fußball. Fußball pur. Super. Es sind die unerwarteten Geschichten, die der Fußball schreibt. Diese kleinen Wunder,
die dieses Spiel so besonders machen. Ja, und so sieht die Meistergruppe aus, weil es so spannend war und hoffentlich dann auch im Finaldurchgang. Salzburg also jetzt nach der Punkteteilung 4 Zähler vor Rapid und 5 vor dem LASK. Wird das Titelrennen dann noch spannend? Ich denke, das macht der Modus jetzt, wir spielen ja alle nur zweimal gegeneinander und das heißt, jede Mannschaft hat es selbst in der Hand. Klar, Salzburg ist immer der Favorit und werden auch, so wie es jetzt aussieht, ihrer Favoritenrolle gerecht. Aber ich denke, dass mit Rapid und mit LASK auch nur zu rechnen ist. Wie bewerten Sie eigentlich den LASK? Viele sagen ja, es ist ja noch immer Ihre Mannschaft, gerade was das Personal betrifft großteils und auch vom Spielstil. Wobei etwas mehr Ballbesitzphasen hat man in den letzten Wochen auch schon gesehen im Vergleich jetzt zur Zeit, als Sie noch beim LASK waren. Ja, ich sehe den LASK großartig eigentlich. Also ich denke, man muss auch aufpassen, dass man jetzt nicht automatisch jedes Jahr den Meistertitel als Ziel ausruft. Also ich war ja mit dabei und wo wir aufgestiegen sind, dann war das Thema, ja, Ziel ist, ein neues Stadion zu bekommen, um dann eben mit dem neuen Stadion aus den, das habe ich auch oft gesagt, aus den Big Four, Big Five zu machen. Und das war eigentlich das Ziel, okay, ab dem Einzug ins Stadion jedes Jahr um die internationalen Plätze mitzuspielen. Und jetzt ist nach dem Aufstieg, also sind wir Vierter geworden, dann Zweiter, letztes Jahr wieder für Europa qualifiziert. Und ich denke, dass das heuer wieder so sein wird. Also von dem her ist der LASK eigentlich in der eigenen Zeitrechnung um Jahre voraus. Und ich hoffe, dass der Club jetzt auch da wieder sich dem besinnt, zur Ruhe findet. Und ja, es freut mich, dass die Spieler, es sind ja jetzt viele bei der Nationalmannschaft, die eigentlich mit uns in der zweiten Liga, Reini Ranftl, den haben wir geholt, der war mit uns in der zweiten Liga und jetzt spielt er für die österreichische Nationalmannschaft, also um nur einen zu nennen, Gernot Trauner, der nächste, Alex Schlager, also da deswegen wirklich Wiesinger. Ja, Wiesinger, super Entwicklung genommen, die Burschen. Ich muss fast ein bisschen schmunzeln, weil Sie Big Four gesagt haben, zur Zeit, als Sie beim LASK Trainer waren, da war die Austria damals noch dabei. Das hat sich mittlerweile auch wieder alles komplett verändert. So schnelllebig ist der Fußball. Und bekommen Sie beim LASK auch die Nebengeräusche mit? Ich sage nur Corona-Training im Vorjahr, dann jetzt da rund um das Stadionprojekt. Manche sagen, das wirft auch ein bisschen ein negatives Licht auf den Club, der ja sportlich so vieles richtig gemacht hat in den letzten Jahren. Ja, das, natürlich bekomme ich das mit. Ich habe ja nach wie vor jetzt nicht nur zu Verantwortlichen, auch zu Spielern immer nur einen Kontakt. Wenn du so viele Jahre, so viel Zeit miteinander verbringst, dann ja, bleibt da einfach auch, bleibt was hängen und bleibt Freundschaften bleiben da bestehen. Und deswegen bekomme ich es mit. Und habe ich gesagt, eben, ich wünsche mir für den LASK, dass sie da eben sich wieder diesen Weg besinnen, ja, den sie da begonnen haben vor einigen Jahren und wieder ja, so zusammenhalten, alle auf dem Platz, neben dem Platz, weil ja, ist eine für mich eine Erfolgsgeschichte, die da in den letzten Jahren geschrieben worden ist und sie sollen die mit dem neuen Stadion dann noch viele Jahre weiterschreiben. Ja, Sie verfolgen Salzburg, Sie verfolgen natürlich den LASK, aber natürlich wohl auch Ihren Heimatclub, der SV Ried. Wir können auch den Blick machen auf die Qualifikationsgruppe, wo die Rieder also jetzt aus der vorletzten Position starten. Man kann es durchaus so sagen, ein Punkt vor dem 12. oder in dem Fall dann letzten Platz. Nicht sicher, ob man fix absteigt. Kann auch sein, der Letzte, dass er Relegation spielt gegen den 3., 4. oder 5. aus der 2. Liga, wie auch immer. Abstiegskampf pur. Ist das nicht auch ein wenig traurig, wie sich das jetzt alles da wieder bei der SV Ried nach dem Aufstieg entwickelt hat? Ja, zuerst denke ich, dass wenn man sich die Aufsteiger der letzten Jahre, LASK-Ausnahme, anschaut, dann haben die meistens gegen den Abstieg gespielt. Also das war, denke ich, schon auch so zu erwarten, dass es nicht ganz so einfach wird. Man sieht es eben, Hartberg, die letztes Jahr in der Meistergruppe waren, heuer nicht dabei. Austria Wien, die eigentlich, mit denen man fix rechnet, nicht dabei. Also ist jetzt, zweiten Mal schon. Ja, nicht ganz so einfach. Haben auch jetzt, glaube ich, 3 Spiele mit einem Gegentor in der Nachspielzeit verloren. Also sind jetzt nicht gerade vom Glück verfolgt. Und aber auch da, denke ich, dass wichtig ist. Und auch das bekomme ich natürlich so ein bisschen mit dem Drumherum. Wichtig wird sein, Das hat Ried immer ausgezeichnet, das ist eine ganz kleine Stadt und wenn da nicht alle zusammenhalten, alle an einen Strang ziehen, dann reicht es nicht für Bundesliga-Fußball. Und das, denke ich, ist da ganz, ganz wichtig, dass sie da alle an einen Strang ziehen, dann werden sie das auch schaffen. Oliver Glasner, zum Abschluss unserer Sendung, zum Abschluss unseres oder Ihres Besuches, Bruno, möchte ich mit Ihnen gemeinsam Sätze vollenden. Das heißt, ich beginne einen Satz und Sie bitte stellen ihn dann fertig. Sind Sie bereit? Da bin ich normal nicht gut. Ja, schauen wir. Dauert nicht mehr lang, es sind nur ein paar Sätze.
Meine beste Entscheidung war? Meine Frau zu heiraten. Was ich gerne anders gemacht hätte, ist? Nichts. Interessant. Was ich gerne schon gewusst hätte, als ich noch jünger war, ist? Zum Beispiel, dass in Deutschland auch schön ist. Ja, das, ich habe deutschen Fußball wie als Kind schon verfolgt. Aber nein. Ach ja. Das muss nicht sein. Ist ja, ach so. Ja? Was ich war. Wow. Fällt mir gar nichts ein. Na, vielleicht später noch, ja. Nach der Sendung. Der beste Ratschlag, den ich je erhalten habe? Bleib so, wie du bist. Stolz bin ich auf? Meine Familie. Mein Lieblingsverein ist? Gefährliche Frage. Oder auch nicht? Nein, mein Lieblingsverein ist, ist die SV Ried, weil da habe ich einfach 18 Jahre von meiner Fußballkarriere verbracht. Wobei der Abschied dann nicht ganz friktionsfrei war. Ne? Nein, aber es ist trotzdem, nochmal, dieser Club hat mich über 2 Jahrzehnte, und das ist fast die Hälfte meines Lebens, geprägt und habe dort so viele schöne Stunden, Tage gehabt. Deswegen ist der Club, auch in einer Beziehung ist nicht immer Sonnenschein, und das war auch damals so, aber ist trotzdem ganz Lieblingsclub von mir. Mein Lieblingsschimpfwort ist? Sie sind so wohlerzogen, gell? Ja, das ist nicht jugendfrei. Ja, der Silberberger hat heute oder gestern auch gesagt. Ja, ne? Genau. Das könnte man auch sagen. Ja, das war schon, das war jetzt nicht so schmerzhaft. Interessant ist übrigens auch heute, Sie haben es gar nicht so erwähnt, ich meine, im August jährt sich zum 10. Mal die schwere Kopfverletzung, die für Sie noch irgendeine Rolle spielt? Oder sagen Sie, jedes Jahr auch, feiern Sie zweimal geputzt? Nein, das nicht. Aber wenn ich natürlich den Zusammenbruch sehe, dann zieht es mich schon einmal zusammen. Also ich schaue mir das nicht an. Und das ist ja schon mal gesagt, ich bin sehr ehrgeizig, manchmal überfordere ich da auch so ein bisschen mein Umfeld und so perfektionistisch veranlagt in vielen Bereichen. Und wenn ich mich dann oft ärgere, ich mich auch über so Kleinigkeiten. Und dann schaue ich mir manchmal, ich habe so ein paar Fotos von danach, nach der Operation bei mir am Handy. Und wenn ich mir dann denke, es ist wieder mal Zeit, sich zu besinnen, auch für mich selber wieder mal ein bisschen runterzukommen, dann schaue ich mir das an und denke, du bist der Trottel, weißt du, über das ärgerst. Genau. Für die, die es nicht wissen, war eine Notoperation, wo die Schädeldecke auch geöffnet, also etwas, was man nicht unbedingt erleben muss. Besten Dank fürs Kommen, Oliver Glasner. Danke. War kurzweilig, ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht und wünsche Ihnen alles Gute. Mögen Sie die richtigen Entscheidungen treffen, auch was Ihre Zukunft betrifft. Ja, vielen Dank, hat mir auch richtig Spaß gemacht. Besten Dank. Danke natürlich Ihnen. Das war Talk und Tore exklusiv mit Oliver Glasner. Live-Fußball gibt es natürlich dann wieder im April und im Mai aus der österreichischen, aus der deutschen Bundesliga und natürlich auch die Champions League hier bei uns auf Sky. Ich bedanke mich für Ihr Interesse, wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Bleiben Sie uns gewogen. Wiederschauen. Danke. Danke. Größtes Ziel? Hier in der V1 zu fahren. Die Technik, das Können, alles auf Top-Level. Es gibt nichts Größeres. Wenn du hier zögerst, wenn du hier einen Fehler machst, sehen es alle. Das ist nicht nur Racing. Das ist die Formel 1. Es ist nur einmal live. Verpass es nicht. Erlebe die erste Formel 1-Saison mit Mick Schumacher. Alle Rennen live. Exklusiv auf Sky Sport F1.